Die Milchmäuse von Aldi gibt es jetzt auch als Tafeln, als Schokokekse und nochmal als Riegel. Und ich nehme natürlich von allen was mit und wir probieren die aus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, ich war bei Aldi Süd für euch auf dem Weg aus der Schweiz und habe für euch die Milchmäuseprodukte gekauft, die da nämlich in Aktion waren am 20.09., wenn ich mich richtig erinnere. Oder 21. Jedenfalls war ich in der Nähe und dachte mir, komm, es ist gar nicht so weit, ich muss nur so eine halbe Stunde fahren, dann könnt ihr sie vielleicht bekommen, weil Aldi Süd in der Nähe war. Und die hatten dann die Milchmäuseprodukte, denn die haben ihr Sortiment erweitert. Ihr kennt ja die Milchmäuse, also die kleinen Milchmäuse, die so ein bisschen an Schokobons traditionell erinnern sollen und die ja sehr, sehr beliebt sind. Und jetzt wurde das Sortiment nochmal erweitert um die Milchmäuse-Riegel, einmal eine Sorte klassisch und Erdbeere. Dann um zwei Milchmäuse-Tafeln, die echt riesig sind, nämlich klassisch, also Milchmäuse mit Milchcreme und einmal Haselnuss. Und es gibt noch die Milchmäuse-Kekse oder Schokokekse. Alles ist jetzt nicht unbedingt direkt neu, denn Aldi hat an sich diese ganzen Produkte schon. Nur hier soll das Besondere sein, es soll mit dieser Milchmäuse-Creme sein. Also die hat ja einen ganz leicht eigenen Geschmack. Ob der wirklich durchkommt, muss man schauen. Aber ich habe es mir für euch alles besorgt. Und ich kann euch auch schon sagen, auf der Rückseite ist es auch abgedruckt. Es ist Aldi Nord mit drauf gedruckt. Also es müsste, denke ich mal, auch irgendwann zu Aldi Nord kommen. Aldi Süd ist nur der größere. Aldi Süd sozusagen, Aldi Süd ist Aldi. Und Aldi Nord ist so eine kleine Abzweigung davon mit viel, viel weniger Filialen. Also wenn es irgendwann mal auch diesen Zusammenschluss geben soll, der ja immer so im Raum steht, dass das mal alles zu Aldi werden soll, dann wird es Aldi Süd vom Hauptnamen sein. Aber ich denke mal, es wird dann einfach nur Aldi genannt. Nur die Sortimente werden ja jetzt schon ganz leicht immer mehr angeglichen. Das kriegt man ja schon mit. Ja, diese Tafeln kosten natürlich ein bisschen Geld. Ich kann es euch nämlich einmal sagen. Die Tafeln und die Riegel kosten jeweils 1,79 Euro die Packung. Nur die Keksvariante, die kostet ein bisschen mehr, die kostet 2,39 Euro. Die Keksvariante kaufe ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Ich habe die immer hier da. Also ich kaufe immer gerne die Milch, also die Schokomilchkekse ohne Milchmäuse von Choqueur. Kaufe ich sehr, sehr gerne. Ich finde die lecker, die sind super. Und aus dem Kühlschrank sind die super. Für mich. Das ist immer Geschmackssache. Ich hatte auch mal eine Zeit lang diese Milchriegel von Aldi. Die fand ich manchmal gut, manchmal nicht. Die mit Knusper finde ich zum Beispiel nicht so gut. Aber das ist immer Geschmackssache natürlich. Aber die große Frage ist, was ist hier drin? Was kann das? Und jetzt gucken wir mal schnell drauf. 190 Gramm Tafeln, wir fangen mal mit der Milchcreme-Variante an. Es ist eine Edel-Vollmilchschokolade mit feiner Milchcreme-Füllung. Zutaten sind Edel-Vollmilchschokolade aus Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse. Vanilleextrakt ist mit drin, pflanzliche Fette ist aber auch Palmfett enthalten. Vollmilchpulver ist mit drin, Zucker, Molkeerzeugnis und die restlichen Sachen seht ihr, plus ein bisschen Aroma. 572 Kalorien auf 100 Gramm, 50 Gramm davon sind dann auch Zucker. Schauen wir parallel einmal auf die Haselnuss-Variante. Wird jetzt relativ ähnlich sein. Hier wird natürlich nur mit Haselnuss extra mit drin sein. Das ist dann mit einem Anteil, der steht hier gar nicht drauf. Nee, der ist gar nicht genannt, aber unter 9%, unter 9,8% ist der Haselnussanteil. Haben dann 580 Kalorien, 47 Gramm Zucker. Die Milchriegel-Variante sind edle Vollmilchriegel. Fliegen wir mal schnell drüber. Ist aber relativ ähnlich, denke ich mal, der Schokolade. Da wird sich nicht viel tun. 577 Kalorien, ist das ähnlich? Hier ist mehr Milchcreme drin, darum hat es ein bisschen mehr Kalorien. Also die Riegel haben wirklich mehr Milch als die Tafel. Sind dann bei 49 Gramm Zucker. Erdbeervariante. Milchcreme mit Erdbeerquispies mit 1,7% Anteil haben die aber nur. Da sind wir dann bei 573 Kalorien und 49 Gramm Zucker. Die restlichen Zutaten seht ihr, die sind immer relativ ähnlich. Da wird sich nicht so viel nehmen. Und die große Keksvariante. Schauen wir da einmal schnell drauf. Mit 14,4% Milchcreme, Butterkekse ist mit drin, pflanzliche Fette, an sich wieder fast genauso. Kalorien, wo haben wir es? 534 Kalorien, 49 Gramm Zucker, 300 Gramm Packung. An sich alles relativ ähnlich. Da müssen wir uns jetzt nicht zu lange draufhalten. Es ist eine mittelmäßige Rezeptur, nicht die beste, aber auch nicht die allerschlechteste. Ihr wisst, was euch da ungefähr da erwarten wird von den Zutaten. Ihr habt es jetzt einmal gesehen. Und hier haben wir sie jetzt, die Milchmäuse-Tafeln. Ja, so schauen die aus. Eine Rippe habe ich schon abgeschnitten, unten nur zur Hälfte. Aber es sind relativ große, wenn man jetzt auch einen Daumen so drauf legt. Also richtig schöne große Kammern. Und wenn man jetzt nicht ein Stück runterschmeißt, so wie mir das jetzt gerade passiert ist, hätte ich euch auch noch ein bisschen mehr zeigen können. Aber naja. Oben habt ihr jetzt die Milchcreme-Variante.
Da seht ihr einfach wirklich Schokolade, Milchcreme, Kammer, so ein bisschen, ja, wie heißt es? Ritter Sportstyle. Und bei der Haselnuss-Variante ist dann halt geröstete Haselnussstücke mit drin. Und weiter geht's mit den Milchcreme-Riegeln. Ja, klassische Verpackung. Ihr kennt diese ganz normalen Riegel, die eingepackt sind in so eine Alufolie. Dann haben wir hier den Milchcreme-Riegel, der bei allen gleich aussieht. Ihr seht aber hier auch wieder die Milchmaus drauf gedruckt. Also das Thema ziehen sie wirklich knallhart durch. Was ich auch schön finde, weil wenn man Milchmaus kauft, möchte man ja nicht nur die Verpackung. Ja, und im Inneren habt ihr dann hier diesen Milchcreme-Riegel. Das ist jetzt relativ ähnlich der Schokolade, würde ich sagen. Ich schaue mal, ob das wirklich großartig anders schmeckt. Das hat ja einen gewissen anderen Milchanteil. Und bei der Erdbeervariante sehen wir hier wie bei ja, dem bekannten Produkt von Ferrero diese Erdbeer-Crispies. Und hier ist sie, die Keks-Variante. Ja, klassisch verpackt in dieser blauen Verpackung, die wir ja so kennen. Ich habe ja gesagt, dass ich die gerne kaufe. Hier, das sind die, die ich immer im Kühlschrank habe. Es ist einfach 1:1 das Gleiche. Es ist auch Butterkeks und Milch. Also das ist ja an sich ähnlich, nur dass wir hier wieder dieses Milchmaus-Design drauf haben. Hier ist es, glaube ich, eine weibliche Milchmaus in so einer Latzschürze. Und im Inneren haben wir dann diese Milchcreme und Butterkeks. Ja, sieht genauso aus, so wie ich es kenne. Mal gucken, ob es anders schmeckt. Wie gesagt, die Variante esse ich ja sehr, sehr gerne, da ich die immer da habe. Die finde ich wirklich gut umgesetzt von Aldi. Und jetzt auf ans große Milchmaus probieren. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich natürlich drauf. Ich habe nur die Sorge, dass es ein bisschen zu süß und zu viel sein könnte. Denn ich esse wirklich manchmal am Tag insgesamt sowas. Also das ist dann das einzige Süße, was ich esse. Also ein so ein Schokoding. Und das reicht mir auch. Und ihr seht ja auch, wir machen auch nicht so viele Süßtests. Ich versuche wirklich Zucker bei mir so viel wie möglich zu reduzieren. Schauen wir aber trotzdem mal, was es kann. Wir probieren jetzt erstmal diese Milchmaustafel in der klassischen Variante. Riecht, finde ich, nicht so ganz optimal. Hat diesen typischen Geruch, den man von diesen etwas günstigen Schokoladen kennt mit Milchcreme. Das hat so einen ganz typischen Geruch. Riecht nicht so wie diese Milchcreme-Riegel, die Aldi von Jocœur auch hat. Mal schauen, wie es schmeckt. Hat noch ein bisschen Biss, finde ich gut. Also, dass es ein bisschen Konsistenz noch hat. Ist also nicht ganz matschig, obwohl es hier drin warm ist. Es hat diesen Milchmäusegeschmack, muss man so sagen. Es schmeckt nach diesem Milchmaus-Ding. Es ist aber noch so ein leicht anderer Geschmack mit bei. Also ich finde die klassische Milchmaus ein bisschen besser als die Tafel, muss ich persönlich jetzt vom Geschmacklichen sagen. Das ist okay, die würde ich aufessen, daran scheitert es nicht. Ich finde es müde zu süß einfach wieder. Die Süße kann ruhig... Mach einfach 5 bis 10 Gramm weniger Zucker rein. Das wäre viel, viel besser, meiner Meinung nach. Du hast so einen süßen Film oder Zungen, aber wenn diese Milchcreme und Milchmausprodukte so in diese Richtung mag, wird sich sicher ab und zu wiederholen. Also schmeckt nicht schlecht. Ist jetzt aber auch nicht das mega Highlight, aber für den Preis eine große Tafel. Und wer Milchmaus-Fan ist, wird es ganz geil finden. Ich würde es aber punktemäßig nur so mit einer 3 von 5 bewerten. Also es ist so ein okayes Produkt, aber jetzt nicht das geschmackliche Wow-Überraschungsding. Es ist halt eine Milchmaus drauf. Das ist das Besondere. Probieren wir jetzt einmal direkt die Haselnuss-Variante. Die Haselnuss riecht auch. Schmeckt an sich wie eine Ferrero Schokobon Tafel. Es hat diesen typischen, das scheint jetzt wirklich hauptsächlich Haselnuss zu sein, aber die haben so geil geröstet. Du hast ein bisschen Konsistenz. Aber so ein Blindtest, ich habe ewig keine Ferrero Schokobons gegessen, aber ich würde sagen, so schmeckt ein Ferrero Schokobon. Das haben sie gut gemacht. Mir auch wieder zu süß auf jeden Fall. Also so präsent süß, dass es auch ganz leicht im Rachen bei mir kratzt. Aber wie gesagt, ich versuche Zucker so viel wie wenig zu konsumieren für mich. Ich tausche das aber nicht mit Süßstoff oder so aus. Insgesamt konsumiere ich einfach weniger. Das habe ich mir schon seit ein paar Jahren so auf die Fahne geschrieben. Und gerade durch diese Tests muss ich da sowieso noch ein bisschen mehr aufpassen. Die finde ich auch nicht schlecht. Ich würde ihr, weil sie diesen Charakter dieser Schokobons ganz gut trifft und dieser süße Grad einfach da ist, den ganz viele lieben, was eigentlich nicht gut ist, dass es lieben, würde ich der Variante 4 von 5 geben.
Also die wird dem einen oder anderen besser gefallen, weil sie an was erinnert, was viele kennen. Es ist aber jetzt nicht unbedingt viel besser oder schlechter als diese Milchmäuse. Ich finde, der Milchmaus selber, er hat immer noch so einen eigenen Style. Machen wir weiter. Riegel. Riecht anders als die Tafel. Schmeckt auch wirklich anders, schmeckt mehr nach Schokolade, finde ich. Also komischerweise ist der Schokoladen- oder Kakaogeschmack viel, viel präsenter. Und war das nicht ein Unterschied vom Geschmack? Also von den Zutaten war es ein kleiner Unterschied. Ich muss ja gerade selber mal drauf gucken. Hier hat man 32% Schokolade. Achso, das ist ja klar, der ist ja gleich. Vollmilchpulveranteil, wo ist denn hier der Unterschied? 13%, 12%. Hier müsste mehr Schokolade drin sein, schmeckt aber mehr nach Schokolade, meiner Meinung nach. Ich finde den Riegel besser als die Tafel, aber es schmeckt weniger nach Milchmaus, finde ich. Da war die Tafel wieder näher dran, aber vom Geschmack finde ich die Tafel ein bisschen runder, würde der aber auch nur 3 von 5 geben. Das ist jetzt nicht so extrem wow. Probieren wir schnell die Erdbeervariante. Das ist dieser klassische Geschmack, der einfach natürlich an Jogurette und so erinnert. Der ist gut gemacht, der schmeckt aber auch als Milchmaus ganz lecker. Aber der Variante kannst du ruhig auch 4 von 5 geben. Die ist auch gut gemacht auf ihre Art und Weise. Es schmeckt nicht unbedingt nach Milchmaus, da schmeckt die Milchmaus-Erdbeer selber noch mal ein bisschen besser. Aber das sind gute Riegel, also keine schlechten. Aber alle könnten ein bisschen weniger Zucker gebrauchen. Also dieser Zuckergeschmack ist mir manchmal echt too much. Aber darum mag ich ja hier diese Keksvariante so gerne, weil die Keksvariante weniger süß schmeckt, weniger Milchcreme hat und der Keks halt noch dabei ist. Das nimmt so ein bisschen diese Süße aus dem Produkt raus. Probieren wir jetzt also mal die Milch-Maus-Schokokeks-Variante. Boah, ganz so viel Milch und Keks überall. Aber wie gesagt, die esse ich ja öfters, darum müsste ich den Geschmack kennen. Schmeckt wirklich ein bisschen anders. Schmeckt nicht wie das, schmeckt nicht wie der Schokokeks. Es muss die Milchcreme sein, die den unterschiedlichen Geschmack reinbringt. Die schmeckt anders, die Variante. Ich finde aber ein bisschen schlechter. Und für die Variante für mich persönlich besser, die klassische. Hier versucht man wirklich, also es wird versucht, diesen Milchmaus-Creme-Geschmack hier reinzukriegen. Den kriegen sie eigentlich auch gut hin, der ist da. Aber es ist halt bei der Milchmaus kein Keks und so kennt man den Geschmack so nicht. Ich gebe der Variante, weil sie versuchen, den Milchmaus-Charakter zu treffen, 3,5 von 5 noch. Das ist aber alles keine Produkte, die ich mir wieder kaufen würde, persönlich. Also ich finde alle okay. Aber ich bleibe einfach bei meinen Riegelchen hier. Die reichen mir, die klassischen. Und wenn ich mal Bock habe, kaufe ich mir, glaube ich, die Milchmäuse, ja, Bonks. Ihr wisst, die normalen. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, ob man unbedingt diese Produkte braucht. Es zieht natürlich, ich habe es ja gesehen, als ich auf Instagram gepostet hatte. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der es gepostet hatte. Die Leute haben sich sehr darüber gefreut und waren aufgeregt über diese Produkte. Es ist einfach ein Kultprodukt. Es ist schön, dass es natürlich Variationen davon gibt. Die schmecken aber alle nicht so wie das Original. Es ist daran angelehnt, das merkt man, aber es ist nicht so, wie man den Originalgeschmack im Mund hat. Und meiner Meinung nach können sie alle ein bisschen weniger Zucker brauchen.
Das wäre cool, wenn Aldi vielleicht auch mal so eine Kampagne macht. Rewe hatte ja auch mal so eine Kampagne, ne? Wo die Leute selber entscheiden konnten, wie zu weniger Zucker wollt ihr, 10, 20, 30 oder so. Und dann haben die Leute selber festgestellt, dass 30% weniger Zucker und so ein Produkt eigentlich schon ganz cool sind. Wenn jetzt hier auch nicht viel, aber lass es 4-5% weniger Zucker sein. Das tut schon viel und würde, ich glaube, auch vielen ja beim Genuss gut tun, wenn so Schokolade und Süßkram und hier mit Palmfett und Co. alles so ein bisschen weniger Zucker hätte. Aber Zucker ist billig, ne? Zucker ist fast das Billigste neben Wasser, was du nehmen kannst. Müssen wir mal gucken. Trotzdem, wie gesagt, nicht schlecht gelungen. Für mich persönlich ist es nichts, aber vielleicht ist es was für euch. Wie gesagt, Aldi Süd hat es jetzt gehabt, Aldi Nord wird es, denke ich, auch noch kriegen. Ich werde noch ein paar Packungen irgendwann im Laufe Oktober auf Instagram verlosen. Ich habe nämlich ein paar mehr mitgenommen. Schaut da sonst einfach mal mit rein. Da wird es irgendwann ein Gewinnspiel geben, glaube ich, mit so 6 Packungen oder 6 Paketen, wo alles einmal drin ist. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr zu diesen Produkten sagt. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao, euer Bob.